Schau mal rein, hungriger Hugo. Würdet ihr euch links und rechts neben meinen Sohn einmal kurz hinstellen? Ist das in Ordnung? Macht einen Clip gerne, ich gehe kurz raus. Der arme Digga. Toll, haben wir. Was läuft? Der arme Digga. Willkommen zum nächsten Video. Party vs. Gamescom. Heute werde ich Gronkh treffen. Viel Spaß. Los, trag mich! Trag mich! Ist er da? Oh, so eine Griffflasche. Aua. Wie bewertest du meinen Adam Wolke Cosplay? Hallo Adam. Oh, moin, grüß dich. Wie stressig ist Gamescom für dich? Boah, ich hol mir jetzt erstmal so einen E-Scooter. Gibt's das? Für mich ja. Meine Mutter hat mich einen Ausweis. Wirklich? Oh, jetzt weiß es jeder. Das sieht man doch. Hallo, hallo. No front. Wir gehen immer so um. Ja, der familiäre Umgang bei euch ist immer lieb gemeint. Der sieht ja auch so aus, ne? Sieht ja, dass wir verwandt sind, ne? Behindert. Hä? Hey. Mal gucken, was er drauf hat. Boah, Skyline TV würde ich for real gerne im Boxkampf sehen. Ja, ja. Im Chat sagt jemand, Honeypoo hatte 700. Aber wenn Isa dir eine Faust gibt und die hat mir schon mal auf den Oberarm geschlagen, tut's doch wirklich weh, Digga. Die Frau ist gewalttätig as fuck. Hier wurde spekuliert, jetzt gibt's das Announcement. Es wird eine zweite Great Fight Night geben. Dieses Mal haben wir 6 Kämpfe. Und davon 2 kämpfen Frauen. Honeypoo hatte 700. Was mir hier auffällt, hier ist es ruhig, ganz entspannt. Hier ist keiner, der Gronkh schreit. Können wir einmal alle zusammen Gronkh schreien? Gronkh! Der Arme, er kennt das gar nicht. Er hat so eine richtig gute, ruhige, entspannte Community, Digga. Bei den anderen schreien wieder alle rum. Guck mal, bitte. Wirklich, diese Werbung bei Twitch. Ich schwöre dir, ich wechsle die Plattform. Wirklich jetzt. Ich kann es nicht beeinflussen. Hört mir doch zu. Ich kann es nicht Ich bin das nicht, Chat. Es ist gerade September oder Subtober. Keine Ahnung. Digga, weiß ich nicht. Nutzt halt euren Sub. Ich schalte diese Werbung nicht. Oh Gott, die kommt von ganz alleine. Ich will das gar nicht. Ich will das gar nicht haben, Digga. Okay, wo stelle ich das ein? Ja, geil. Ich hab's verändert. Ich hab's verändert, Chat. Oh mein Gott. Kennt ihr Creators, wo die Kinder die ganze Zeit einfach nur dann so schreien? Ja, ich. Diggi, du kannst auch noch 10-mal meinen Namen schreien. Ich mache hier gerade eine Show. Sonst, du bist der Beste! Maul da vorne, Junge, ich bin ja moderieren. Ja, komm, zeig deinen Schwanz. Digga, ist das geisteskrank. Am Ende immer noch 25 Cent Pfand, ne? Ist ja klar. Ja, genau. Digga, ist das dumm. Meine Schwester. Ah, 99 Luftballons, guter Song. Ist ein Riesenfan von dir. Kannst du sie grüßen? Sie heißt Lara. Ja, Grüße gehen raus an Lara. Darf ich deinen Lambo fahren? Ob du mein Lambo fahren darfst? Ja, ich habe diesen Clip schon 200 Mal gesehen und finde ihn überhaupt nicht witzig. Kommt drauf an, wie alt deine Schwester ist. Ich hab das Video schon mal geguckt. Oh ja, 98. Wir reden später. Omega-3 Fettsäuren, Thema? Ja klar, ich trainiere. Montags bis Freitag im Gym. Okay, das sieht man jetzt nicht so krass, aber ja, alles gut. Ne? Digga. 1v1 Situation. Du weißt, wenn du den Slurp use, kannst du auch runter. Wirklich? Jetzt runterspringen? Ja. Ja. Digga, ist das gottlos. Hallo. Digga, das war ein Bug, Mann. Operate hinter euch, schreibt einer. Nagelneuer Benzer. Arme aus dem Fenster. Prime. Darf man sie in der Kamera sehen? Ich hab hier einen netten Kollegen, Hamid Loco. Nee, Digi. Oh mein Gott, sie ist einfach instant gegangen. Der arme Digga. Darf ich dich ganz kurz ausleihen? Hast du Stegi schon mal gesehen? Nein. Ich hab ein Foto von ihm. Okay. Ich würde nur einmal ganz kurz. Guck's an. Nein, ich will nicht. Telefoniert ihr auch ab und zu mal? Ich würde dazu niemand nichts sagen. Ich muss echt sagen, du machst es richtig gut. Aber warum ist Revi manchmal dabei? Keine Ahnung. Magst du Revi? Netter Dude. Ja. Digga, das ist so dumm, Amar, wirklich. Also guck mal, da wieder hier so Stress aufbauen und so weiter und so fort, wirklich. Wenn man überlegt, was ich für Amar alles getan habe, so an welche Orte ich ihn gebracht habe, was ich auch auf freundschaftlicher Basis für ihn gemacht habe, einfach wieder letzte Dreck. Und da zeigt sich mal wieder der Charakter von einem Menschen, der durch Geld komplett verändert worden ist, ne, klar? Oh. Ich will gucken, ob die bei dir buchen. Dann piss dich, du Mann, so. Das stimmt nicht, das ist so nicht passiert. Hey, this shit is out of control. I'm driving through hell and I didn't brush snow. Wir müssen jetzt alle nachmachen! Bei Go sagen wir alle Hamburger Royalty ist! Psychose. 3, 2, 1, Go! Hamburger Royalty! Oh, sicher! Wir kämpfen!
Oh nein. Oh nein. Ja, Malu. Nope. Digga, ist das die militante Veganerin? Junge, die militante Veganerin ist das. Kein Fleisch, nur noch Fleisch, niemals Gemüse. Digga, es war so geil, als mein Security sie. Egal. Ey, ist das nicht die von OnlyFans? Nur noch Fleisch, niemals Salat. Halt die Fresse! Halt die Fresse! Gute Zeit. Das war mein persönliches Highlight auf der Gamescom. Seven vs. Wild Staffel 4. Unter Kylo bei Anna ist der Rentner auch mit dabei. Leonard, danke dir. Ich wusste es! Endlich wieder Lenten sehen! Verpiss dich, du Mannsohn! Ich bin fuck! Deshalb hat das Video so lange gedauert wegen dem scheiß Placement, oder? Deshalb hast du so lange gebraucht, um das hochzuladen, Hugo. Sei ganz ehrlich, nur wegen diesem Placement brauchtest du so lange, bis das Video fertig ist. Du alte Sau! Marcel, spinnst du, Junge? Gib mal dein Hack her hier! Komm mal ran auf den Meter! Okay, los geht's! Mega, oder? Ibi! Reine Ja, 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 ja! Und nachdem unsere Helden so die erste verlorene Seele gerettet hatten, setzten sie ihre Reise durch die sieben Weltmeere fort und schworen sich jedem Hilfsbedürftigen an ihrem Reichtum teilhaben zu lassen. Ist das geisteskrank? Hilfe! Hilfe, Mark! Wir sind hier unten! Wir verdrucken, Dicker! Ich rette euch! Dort ist Peace, hier ist wieder Tanzverbot. Hier seht ihr Erbs neuen White Peach Smoothie Duftpot. Junge! White Peach? White Peach? Wo ist das? Ich sag's jetzt nicht. Was denn, Mann? Jetzt, wo der Sommer sich dem Ende neigt, perfekt für den Herbst. Geregelt, Alter. Und wer diese Erbschätze jetzt auch mal testen will, klickt auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Mach Foto von uns! Let me take a selfie. Ach, Digga. Also, bist du mit? Wieso jeden Creator einzeln buchen, wenn man noch einmal Hugo holen kann? True Moratu. James Brady. Oh, Hugo? Hugo? Big, come on, bruh. Hugo? Hugo? Ja, Digga, Hugo. Hugo, also auch also auch jetzt hier mal kurz an den hungrigen Hugo. Also da weiß ich jetzt nicht, Bruder, ob das. Oh Gott, so smooth. Der Mann ist böse. 60 Sekunden Timer. Du darfst nicht ja und nicht nein sagen. Antwort ist in vollen Sätzen. 40 Euro sind für dich. Auf die Plätze, fertig, los. So, Zeit läuft, siehst du? Ja. Digga. Der Typ ist so dumm, das ist unglaublich, wirklich. Du bist der? Arian. Tiere mit einem H, relativ einfach. Was könnte es sein? Heuschrecke. H-Priester-2-H! Lies laut vor. Tiere mit exakt einem H. Und jetzt deine Lösung. Heuschrecke. Bruder. Wo glaubst du, könnte Diskussionsbedarf entstehen? Wie viel Haas hat euch, Schrecke? Eins. Statt zwei Haas! Oh nein, der arme Digga. 9 Leute. Jeden Tag 80 Kilometer. Die Dinger sind so trash. Das hat vorne 2 Räder, damit du auf gar keinen Fall hinfallen kannst, wenn du eine Störung hast, ein Gleichgewichtssinn. Moin, wir fahren nach Kopenhagen. Moin. Oh. Wow, 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 wow. Wow. Damit du auf gar keinen Fall hinfallen kannst. Max, warte auch, Adam, warte. Du hast keinen Akku mehr. Adam, du ach du Scheiße, ach du Scheiße. Entschuldigung, hallo. Ich hab mein Kuhmann überholt heute. Mist! Ganz wichtig, es werden Streamsniper kommen. Wir werden keine Fotos machen. Wir wollen ihnen keine Fläche bieten. Wir haben auch in Zukunft noch weitere geile Touren vor. Wir werden keine Fotos machen. Nee, keine Fotos. Was macht denn ihr hier alle? Wollen wir das so machen, dass ihr alle ganz schnell wieder nach Hause geht? Ja. Sehr gut, macht das jetzt. Auf keinen Fall. Ist das ein E-Bike? 2 Wochen Timeout. Scheiß drauf, Perma. Alter. Der schmiert sich jetzt den Arsch ein. Ronny hat sich jetzt die Hose runtergezogen, hockt so. Wir sehen jetzt seinen kompletten Arsch und er schmiert sich jetzt die Arschbutter in die Kimme rein. Damn, boy. Oh, damn, boy, he lit.
Drecksaft. Alkoholfreies Weizen in einer Plastikpulle mit Arschhänden. Boah, die sind gewaschen. Ah, Digga. Ich hab mich wirklich heute nach jedem... Ey, sind mal 2 Stunden, vergiss ich aufzugehen bis in 2 Monaten. Du hast recht. Butter hat mir direkt die Hände gewaschen. Moin. Oha. Guck mal, was der Tattoo mit einem macht. Stabil, wirklich. Stehen im Weg. Leute, einmal durchlaufen hier, Achtung. Nicht mal der Sonntag ist auf St. Pauli heilig. Wir fahren nach Kopenhagen. Ja, wünsche ich gute Reise. Ist das Ihr Einkaufswagen, den Sie da mit sich fahren? Ob das meiner? Ja. Von Lidl. So ist richtig. Lidl lohnt sich. Der Typ einfach gestohlen. Stark.